Das IFO-Institut blickt wegen der verschärften Corona-Lage wieder skeptischer auf die deutsche Konjunktur. Wie die Münchner Ökonomen mitteilen, dürfte das Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr nur noch um 3,7% wachsen, anstatt um 5,1%. Wegen der anhaltenden Lieferengpässe und der vierten Corona-Welle komme der Aufschwung später als erwartet, sagen die Forscher des IFO-Instituts. Sie rechnen außerdem mit einer weiter steigenden Inflation. 2023 soll die Wirtschaft laut den Münchner Ökonomen aber stärker wachsen als im Herbst vorhergesagt und um 2,9% zulegen. Die Corona-Krise hat offenbar den Drang vieler Unternehmen nicht ausbremsen können, das Börsenparkett zu betreten. Nach einer Studie des Unternehmensberater von Ernst & Young gab es dieses Jahr so viele Börsengänge wie seit etwa 20 Jahren nicht mehr. 2.388 Unternehmen weltweit wagten den Schritt an den Aktienmarkt, im Vergleich zum vergangenen Jahr ein Plus von 64%. Mehr waren es zuletzt im Jahr 2000, als in Deutschland der neue Markt auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung war. Das Jahr geht zu Ende, auch für Mieterinnen und Mieter. Im Verlauf des neuen Jahres dürfte dann die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten landen. Manchmal gibt es aber Anlass zum Zweifel an den Zahlen, die der Vermieter präsentiert. Genau hingesehen hat eine Mieterin von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia. Ihr ist aufgefallen, dass zu viel abgerechnet wurde. Die Miete kommt vom Jobcenter. Das zahlte die zu hoch veranlagten Kosten trotzdem mit Steuergeldern. Wasser, Müllgebühren, Hausmeisterdienst. Die Betriebskosten von Amke Hoffmeister sind zuletzt stark angestiegen, was die Lüneburgerin nicht versteht. Es wird ein Winterdienst wird abgerechnet, der gar nicht stattfindet im Prinzip. Amke Hoffmeister wohnt im Lüneburger Stadtteil Kaltenmoor. Ihr Vermieter, Vonovia, der größte Vermieter Deutschlands. Nicht nur in Lüneburg, auch in Hamburg und Bremen werfen Mietervereine dem Großkonzern vor, bei Betriebskosten systematisch falsch abzurechnen. Vonovia weist die Vorwürfe auf Nachfrage schriftlich entschieden zurück. Amke Hoffmeister und ihre Nachbarn treffen sich mit einem Anwalt des Mieterbunds Lüneburg. Als Sozialhilfeempfängerin zahlt das Jobcenter ihre Rechnung mit Steuergeldern, ohne zu prüfen. Und da besteht in meinen Augen zu wenig Bereitschaft, da auch zu helfen, im Interesse eben der Steuergeldern, da auch den Unternehmen schwerer zu machen, sich zu bereichern auf fragwürdige Art und Weise. Das Jobcenter sei aber nicht zuständig, Betriebskostenabrechnungen zu prüfen, erklärt die Geschäftsführerin. Deshalb werden die Rechnungen einfach bezahlt, zulasten der Steuerzahler. Das ist mein Geld, das ist ihr Geld, ja, richtig. Ich habe aber, wie gesagt, keine rechtliche Handhabe. Warum sollte ich an den Vermieter herantreten und sagen, du, deine Rechnung stimmt nicht? Kann ich nicht, weil der Vermieter würde mir sagen, was wollen Sie eigentlich? Sie stehen nicht im Vertragsverhältnis, also was interessiert Sie das? Das niedersächsische Sozialministerium weist darauf hin, dass Jobcenter Mieter mit fragwürdigen Nebenkostenabrechnungen unterstützen sollen, indem sie beispielsweise Kosten für eine Rechtsberatung übernehmen. Diesen Weg will Amke Hoffmeister nun gehen, auch wenn sie selbst davon keinen Vorteil hat. Aber warum soll das Jobcenter mehr ausgeben, als es eigentlich muss? Sie hofft, dass sich noch mehr Mieter ihre Betriebskostenabrechnung nun genauer ansehen. Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ist fertig. Doch wann bzw. ob überhaupt einmal russisches Erdgas nach Deutschland fließen wird, ist zurzeit unklar. Im November setzte die Bundesnetzagentur ein wichtiges Zulassungsverfahren aus. Auch die neue Bundesaußenministerin Baerbock steht dem Projekt skeptisch gegenüber. Und zuletzt forderte Polen-Bundeskanzler Scholz auf, die Pipeline nicht in Betrieb zu nehmen. Nun Alex Drost aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Irgendwann sollen tausende Kubikmeter Gas von Russland ja durch die Pipeline nach Deutschland gepumpt werden. Aber noch fehlt die Genehmigung. Woran liegt das denn? Ja, im neuen Koalitionsvertrag steht, dass für energiepolitische Projekte in Deutschland europäisches Energierecht gilt. Und laut Außenministerin Baerbock erfüllt die Pipeline eben diese entsprechenden Vorgaben nicht. Und deswegen sind die Voraussetzungen für eine Genehmigung auch bislang nicht erfüllt. Die Bundesnetzagentur, die hat ja nun bis Anfang Januar Zeit, über eine Betriebserlaubnis für die Röhren zu entscheiden. Welche Hürden müssten überwunden werden, damit Russland Gas durch die Pipeline liefern kann?
Ja, es fehlt noch die technische Abnahme für die Pipeline. Die ist aber relativ schnell gemacht. Aktuell macht vor allem der Sitz der Betreiberfirma Probleme, denn nach deutschem Recht muss der Betreiber einer Versorgungsleitung seinen Sitz in der Bundesrepublik haben, damit die Behörden ihn kontrollieren können und auch Vorgaben machen dürfen. Das Unternehmen mit dem Namen Nord Stream 2 hat seinen Sitz allerdings in der Schweiz und eben nicht hierzulande. Jetzt soll die Firma umziehen. Oder wie sieht die Lösung da aus? Ja, es geht so ein bisschen in diese Richtung. Ein kleiner Exkurs dazu. Hinter Nord Stream 2 steckt ja nicht nur der russische Gaskonzern Gazprom, sondern auch ein europäisches Konsortium, bestehend aus OMV, Wintershall, Shell ist da auch drin. Die alle werden wohl nun ein Tochterunternehmen hier in Deutschland gründen, das dann formell den deutschen Teil der Ostsee-Pipeline betreiben wird. Das alles nur für die letzten paar Kilometer, die auf deutschem Hoheitsgebiet liegen. Wenn die Bundesnetzagentur dann irgendwann grünes Licht geben sollte, wann wird dann Gas fließen? Ja, auch danach wird es dann leider Gottes noch dauern. Denn wenn die Bundesnetzagentur ihre Auflagen für erfüllt betrachtet, übergibt sie das weitere Verfahren an die Europäische Kommission. Die aber hat schon in der Vergangenheit moniert, dass Pipeline-Betreiber und Gaslieferant im Sinne von Wettbewerb und Versorgungssicherheit nicht dasselbe Unternehmen sein dürfen. Das ist aber bislang noch so. Aber das hätte man doch schon vor dem Bau der Pipeline wissen können, oder? Exakt so ist es. Und deswegen bezweifeln Beobachter auch, dass sich die Inbetriebnahme der Pipeline auf Dauer rechtlich verhindern lässt. Möglicherweise gäbe es ja sonst auch milliardenschwere Regressforderungen, denn die Betreiber haben in den Bau immerhin 10 Milliarden Euro investiert. Mal abgesehen von den rechtlichen Aspekten spielen bei Nord Stream 2 ja auch politische Fragen eine erhebliche Rolle. Nun hat Außenministerin Baerbock bereits auf die angespannte Lage an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine angespielt. Welche Rolle spielt der Konflikt tatsächlich? Ja, das spielt schon eine Rolle, aber es ist aus meiner Sicht nur ein Konflikt von vielen, wenn es um diese Pipeline geht und die verschiedenen Akteure, die ja auch das Projekt verhindern wollen oder wollten. Umweltschützer waren ja lange dagegen, aber jetzt liegen die Röhren, also dieses Kind ist quasi in den Brunnen gefallen. Die USA wiederum hatten bislang vor allem vor der steigenden Abhängigkeit Europas von russischem Gas gewarnt. Dann ging es auch immer wieder um die politische Stabilität von Ländern wie zum Beispiel ja auch die Ukraine, durch die das Gas gepumpt wird, bislang gepumpt wird und die dafür ja auch Gebühren erhalten. Und welche Rolle spielen wirtschaftliche Interessen? Ja, wie wichtig die sind, da gehen die Meinungen ziemlich weit auseinander. Ich persönlich denke aber, dass die wirtschaftlichen Interessen auch die allerwichtigste Rolle spielen, weil die USA gerne ihr Flüssiggas hier in Europa verkaufen wollen. Dazu muss man wissen, dass dieses Gas aber in der Produktion relativ teuer ist, denn es handelt sich um Fracking. Fracking ist ein sehr kostenintensives Verfahren und das lohnt sich eben nur bei hohen Preisen. Russland dagegen muss sein Gas quasi ja nur aus dem Boden entweichen lassen und dann hier nach Europa pumpen. Dankeschön, Alex Rost aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion.